Would you hold me if I told you we can just run away? So come my darling. So Leute, jetzt geht's wohl hier den Weg hoch und dann müsste man nachher da oben irgendwo ankommen und da gibt's wohl dieses alte Wasserschloss noch zum sehen. Das ist zwar jetzt nicht mehr in Betrieb, aber ja, es sei wohl noch gut erhalten und ich laufe jetzt auf jeden Fall mal hoch und schaue mir das an. Wenn ihr wollt, kommt mit. Ja, und hier kommen wir jetzt so langsam an dieses Wasserschloss. Da sieht man auch gleich die Hinweisschilder. Also hier ist jetzt ein Hinweisschild zu diesem Wasserschloss. Ich habe halt ein richtiges Schloss erwartet. Und deswegen habe ich nicht gedacht, dass es das hier ist. Aber hier sieht man auch noch die alten Rohre, die da noch liegen. Das sind die Fallrohre, wo das Wasser runterkommt. Und wenn man jetzt weiterläuft, sieht man hier nochmal ein Hinweisschild. Aber der Achim hat es halt nicht geblickt. Sieht man auch nochmal von damals vom Bau, wie das war. Aber ich mache euch da links rein, könnt ihr auch mal gucken dann. Ja, und hier sieht man auch nochmal das Teil vom Rohr da. Also ich glaube, ich habe mich schon wieder verlaufen. Ich bin jetzt eigentlich auf dem höchsten Punkt hier, aber ich finde hier kein Wasserschloss. Und es müsste eigentlich vom höchsten Punkt ins Tal fließen dann. Und da unten, da hat man ja vorher diese Leitungen noch gesehen. Aber da ist ja irgend so ein Wasserschloss. Jetzt laufe ich nochmal ein Stückchen da hinten in den Wald rein. Aber das geht halt nicht höher. Aber egal. Also jetzt laufe ich da in den Wald noch ein Stück rein. Und guckt mal. Oh Gott, ob ich da hinten noch was finde. Aber ich glaube eigentlich nicht. Sieht nicht danach aus. Also wie gesagt, jetzt laufe ich da hoch. Guck mal, ob da noch was kommt. Wenn da nichts mehr kommt, dann gehe ich wieder zurück an diesen letzten Punkt, wo ich war, mit dem Hinweisschild von dem Wasserschloss. Und da waren ja diese Rohre, was früher da gelegt wurden. Ja, jetzt, ich melde mich mal, wenn ich jetzt da oben bin oder dahinter. Hier geht's nicht mehr. Also ich bin jetzt ganz oben, habe das Wasserschloss nicht gefunden. Jetzt gehe ich mal davor. Es sieht aus, als ob da so Hinweisschilder stehen. Und dann gucke ich mal, ob da was steht von einem Wasserschloss. Ja, ich habe ja schon öfters gesagt, ich kann mich gut verlaufen. Liegt es an mir oder an der Beschilderung? Ich weiß es nicht. Also, jetzt gucke ich mal da vorne.
auf jeden Fall eine mega starke Aussicht. Und dann denke ich mal, dann wird es auch mehr wie diese 6,5 Kilometer werden. Ah, ich glaube, dahinter, das könnte es doch sein. Moment mal. Also dahinter steht jetzt so ein Schild, Hinweisschild, Felsenweg, Wendelin-Dingerpfad. Und der kommt unten in den Lauf wieder raus, das habe ich schon gelesen, das weiß ich, jetzt laufe ich den einfach. Weil ich weiß nicht, wo das Schloss sein soll, ob das so wirklich ein Wasserschloss ist oder nur, wo das Wasser rausgeht. Ich meine, wenn das nur die Quelle ist, wo das Wasser rausgeht, dann war das dahinter dieser Fels, weil da die Rohre weggingen. Aber ich muss das nochmal daheim gucken, also ich laufe da nicht auch zurück jetzt. Wie gesagt, ich laufe jetzt diesen Felsenpfad, Wendelin-Dinger-Weg. Und ich weiß, dass der unten in Lauf rauskommt, also an der Glashütte. Ja, und da geht auch dieser Energiepfad, ist da eigentlich dann auch wieder. So. Ja, und jetzt weiß ich schon wieder nicht. Die Richtung oder in die Richtung? Ein Kack, diese Beschilderung, echt. Also das Rätsel ist gelöst. Ich habe hier vorher einen Einheimischen gefragt von Lauf und der sagt, ich war da schon auf dem richtigen Weg zu diesem Wasserschloss, bin dann wohl auch dran vorbeigelaufen. Ja, und das sei kein Wasserschloss, wie man sich das vorstellt. Das sei nur so ein Gemäuer und da kommt halt das Wasser dann aus dem Boden raus und wird dann mit Fallrohren ins Tal runtergeführt. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich weiß, wo das war, wo ich das gesehen habe auch. Und da bin ich dann, hätte ich normal umdrehen müssen und wieder zurück ins Tal laufen. Also runter zu diesem Energiepfad. Und von da aus hätte ich dann weiterlaufen müssen zur Glashütte, wo dieser kleine Stausee ist. Und das wäre dann eigentlich diese Tour gewesen, schon diese 6,5 Kilometer. Ja, wieder zurück dann ans Auto halt.
Ja, und da ich dann halt weitergelaufen bin, weil ich immer nach so einem Schloss gesucht habe, also irgendwas Größeres halt, bin ich dann noch weiter hoch in den Wald gekommen und bin dann jetzt auf diesen Felsenrundweg gestoßen. Ja, den laufe ich jetzt quasi auch noch einen Teil. Also mache ich quasi statt einer Tour, mache ich hier so im Prinzip zwei Touren. Aber ich werde das alles hier auf Komoot, seht das dann ja. Komoot verlinke ich dann die Tour, was ich gelaufen bin. Und in der Beschreibung mache ich dann auch den Link rein von diesem Felsenweg und von diesem Energiepfad. Mache ich dann auch den Link unten rein in der Beschreibung. Und irgendwann werde ich dann diesen Felsenweg eh für sich nochmal laufen. Also wie gesagt, ein bisschen habe ich mich verlaufen. Irgendwie aber auch nicht. Weil da stand dann nirgends ein Schild, dass das jetzt dieser Punkt ist, wo das Wasser rauskommt und ins Tal geht. Also ich muss mich da selber nochmal schlau machen. Aber egal. Dafür bin ich ein paar Kilometer mehr gelaufen. Mal gucken, wie viel es noch insgesamt sind. Also dann, weiter geht's. So Leute, jetzt bin ich an diesem, da unten sieht man es da. Das ist dieser Stausee an der Glashütte. Und da geht auch dieser Energiepfad entlang. Also im Prinzip geht er bis hierher und dann geht er normalerweise wieder zurück. Und ich bin ja vorher zu diesem Wasserschloss hochgelaufen, hätte normal umdrehen müssen, dann wieder zurücklaufen. Und ich bin halt oben rum diesen Wendelin-Dinger Felsenweg gelaufen. Also das ist jetzt ein bisschen mehr Kilometer. Aber im Prinzip bin ich jetzt auch wieder da, wo ich eigentlich sein wollte. Ja. Also normalerweise komme ich von da unten den Weg und ich bin jetzt halt von da hinten diesen Felsenweg runtergekommen. Aber egal, Hauptsache raus und laufen.